Hallo und willkommen zurück. Und jetzt regeln wir das mit unseren Freunden und dann geht's nach Hatay. Dann haben wir es endlich geschafft. Hoffentlich. Bei wem müssen wir denn? Bei Matthäus? Schönen Tag. Wegen eurer Schlägerei mit. Rede lieber mit Fritz über die Sache. Okay. Mach's gut. Ich hätte gern Bier. Bitte sehr. Auf grüß dich. Ja, grüß dich auch. Was die Prügel. Euer bester Freund hat die Sache geregelt. Im Ernst? Sicher. Ihr müsst bloß zu Elias gehen und ihm versichern, dass ihr die Schulden begleicht. Das vergessen wir dir nie. Ehrenwort. Danke. Kein Problem. Hier deine Bestellung. Und das war alles. Mach's gut. Auf eine reiche Ernte. Toll, das war wirklich alles. Kein Geld, nix. Aber wir machen auf jeden Fall gut Geld in Pribislawitz. Also wenn wir da jetzt noch ein paar Nächte uns um die Ohren hauen, machen wir echt ein kleines Vermögen. Ignorieren. Wanderer, was juckt uns ein Wanderer? Nein, wir müssen auf jeden Fall mal ein paar. Wie gesagt, die kosten 3000. Also ich denke mal, wenn wir 100.000 haben, bin ich zufrieden. Das sind dann 100 Tage. Scheiß. Aber ich habe auch vergessen, mein restliches Geld jetzt. Also wir haben jetzt 24.000 da. Ein paar tausend habe ich jetzt noch in der Hand. Und mal schauen, was noch so bei rumkommt. Wie gesagt, in Ratei war ich noch gar nicht so auf Kreuzzug. Aber wir müssen natürlich auch schauen, was jetzt hier generell bei den Müllern bei rausspringt. Zum Beispiel würde ich jetzt hier gerne Stopp machen. Dass wir hier nicht wieder zurückreiten müssen, weil das machen wir nämlich. Es bleibt uns ja auch nichts Großartiges übrig. Wir haben die Kiste randvoll und die Müller haben einfach kein Geld mehr. Das ist eigentlich Beschiss. Das ist ein Riesenbeschiss. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist das erst seit dem Update so. Ich kann mich aber auch irren. Aber ich glaube, vorher hatten die immer mehr Geld. Aber vorher war ich auch öfter da, ne? Das kann natürlich auch sein, dass da dran liegt. Vielleicht fängt auch wieder das Turnier an, wir wissen es alle. Wir reiten aber erstmal zum Henker tatsächlich. Wir machen noch nicht mit der Hauptstory weiter, weil ich will nur schauen, was der noch so im Petto hat. Ah, warte, wir schauen erstmal, wie viel Geld der hat. Gott schütt. Ich hab. Dann viel Glück. 1000, toll. Hat der andere wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Hol mal die mal mit. Wir hatten nur noch ein paar von den Ketten, oder? Nein? Ich habe. Mach's gut. Dann schauen wir mal, ne? Reden wir über den Preis. Hier.
Nach der Folge mache ich mich mal schlau, wie das aussieht mit der Quest mit den Kollegen, ob das dauert oder ob wir einfach nur die Rüstung. Wir könnten natürlich auch jetzt einfach mal die Rüstung anlegen, ne? Kostet ja nichts. Wir wissen ja, was wir sonst anhatten. Ja, da mache ich mich nach der Folge dann mal schlau, wie das aussieht. Jetzt reiten wir erstmal zum nächsten Müller, verkaufen wieder ein bisschen was und dann geht's nach Rathai. Suchen wir den anderen komischen Kerl, holen unsere Belohnung für die Plünderung übrigens. Und gehen zum Henker. Und dann geht es uns ja schon mal gut. Sobald wir dann ein bisschen da gespielt haben, werden wir wieder nach in die Taverne da gehen, ein paar Hasen jagen, die dem bringen. Dann gehen wir auf die große Hasenjagd für die anderen. Und nach kriegen wir dann alles zusammen. Wie gesagt, trotz allem müssen wir halt eben jede Menge Geld machen. Wie gesagt, so ein Budget gesetzt zu 100.000, dann können wir es auf jeden Fall mit Pribislavitz aufnehmen. Ich weiß halt eben nicht, ob wir da nicht dann noch doch irgendwas bekommen von Herrn Divisch oder wie er hieß. Ne, Herr Divisch war es nicht, das war der andere. Das weiß ich eben nicht. Das ist das Problem. So, das müsste jetzt eigentlich reichen. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Hab ich dir erzählt, dass meine Gattin klöppelt? Ich habe hier Dinge. Aha! Mach's gut. So, jetzt lesen wir jetzt mal durch, was der Deutsch kann. Naja. Ich glaube, wir haben schon wieder zu viel vom Pferd geholt. Oder auch nicht. Oder alles zurück. Es ist noch Luft nach oben. Wir haben noch 400. Bitte sehr. Nun denn. 400 hat er. Schauen wir mal. Wir müssen natürlich alles rausholen, was geht. Na, immer noch ein bisschen was. Besonders die Bücher, die haben wir total vergessen. Da können wir auch jede Menge Geld mitmachen. Jetzt haben wir definitiv wieder zu viel mitgeholt.
Ja. So, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 8.700, na seht ihr. Sind wir schon bei... über 30.000. Brauchen aber noch mehr. Aber ich denke mal, im Lauf der Zeit werden wir da auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was bekommen. Ich weiß halt eben nicht, wie weit ich mit der Story bin. Ob es da schon Richtung Ende zugeht oder ob wir da noch ganz am Anfang sind. Weil ich habe ja, wie gesagt, Millionen Nebenquests hier gemacht. Und eigentlich kaum die Hauptstory. Die erste Schlacht, ja, ich weiß gar nicht, gibt es nur zwei Schlachten? Oder gibt es mehrere, weißt du, ne? Dann hätten wir da nämlich auch schon mal ein Problem. Aber bis jetzt war eigentlich so am coolsten, muss ich sagen, dass wir dem anderen geholfen haben, der wohl eigentlich unschuldig war. Bin ich auch froh, dass wir uns so entschieden haben. Glaubt mir, die Hasenjagd, das wird noch das Beste. Was denkst du, was wir da für Pfeile verbraten? Für nichts und wieder nichts. Obwohl der Typ hier bezahlt ja eigentlich nicht schlecht in der Schenke und die in der Burg eigentlich auch nicht. Wo ist denn noch mal hier? Ach, der ist ja ganz weit weg. Stimmt, der ist ja da hinten. Uah. Ja, ruh dich nur aus, Pferdchen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir hier unseren Freund finden. Was sind das da hinten für eine Burg? Ah, das ist immer noch die. Ah, okay. Ich war gerade verwirrt. Hä, was ist denn das? Ah, das ist immer noch die gleiche. Die zieht sich nur so unglaublich lang. Ja, wir schauen uns jetzt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal hier um, bevor wir bei den anderen reiten. Bei den Henker. Da können wir immer noch hin. Weil der ist ja wirklich jetzt komplett anders. So, verrußt machen wir mal an. Wildschweine und Schirmlinge, das könnten wir eigentlich auch noch machen. Wenn wir hier ein Wildschwein. Haben wir hier ein Wildschweingebiet? Tatsächlich, da unten haben wir eins. Ja, wenn wir dann bei den Henker gehen, können wir da noch Wildschwein jagen gehen. Dann brauchen wir nur Schirmlinge und dann haben wir es. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. So. Wo war jetzt das andere? Plünderer haben wir. Oh, der ist da oben. Dann reiten wir erstmal bei denen. Ja, dann reiten wir natürlich erstmal bei ihnen. Schauen wir mal, vielleicht hat er ja noch ein Lager für uns. Ich weiß es ja nicht.
erstmal waschen. Bevor wir mit dem Hohen Herr reden, müssen wir natürlich erstmal ein Bad nehmen. So. Schön, dich zu sehen. Ich habe Trophäen. Zeig her. Was für eine Sammlung. Junge, du bist wohl Gottes Rache. Oh, 315, das ist nicht schlecht. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Alles Gute. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Gute Arbeit. Sieht aus, als wäre deine Arbeit hier in Ratai getan. Einwandfrei. Da es wohl keine weiteren Lager gibt, kehrt vielleicht endlich Frieden ein. Gut gemacht. Hab Dank, Hauptmann. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich habe Hauptmann Robert von dir berichtet. Er erwartet dich in Thalmberg. Humanen treiben dort ihr Unwesen. Verstanden, Hauptmann. Ich mache mich. So gefällt mir das. Gott sei mit dir. Aber wir müssen eh da wieder hoch für die. Seht ihr, das ist das. Dann führt eins zum anderen. Wir müssen sowieso wegen den Hasen da wieder hoch und dann können wir dann auch irgendwann, sobald wir die Geschichte jetzt wieder ein bisschen weitergespielt haben, ein, zwei Missionen werden wir machen. Und dann. Was haben wir denn jetzt hier Neues? Ja, nach Thalmberg müssen wir. Festmahl für die Bettler können wir noch machen. Aber erstmal schauen wir nach Farust und dann gehen wir zur Hauptstory. Da können wir wieder ein paar Kumanlager ausräumen. Das Gute ist, die können wir natürlich auch unterwegs machen, wenn wir die Hasen jagen. Ist dann natürlich nicht schlecht. So, wir fragen ihn einfach mal. Er weiß bestimmt Bescheid. Nein, er weiß nichts. Wen suchen wir denn überhaupt wieder? Ich muss jetzt... Wie heißt er? Der muss auf jeden Fall in der Schenke sein. Hilf Andreas, dem Wirt dabei. Ah, Andreas, der Wirt, okay. Hat auf jeden Fall auch wieder irgendeine Arbeit für mich. Gehen wir gleich hin, weil ich immer denke, dass das vielleicht die, das DLC ist, ne? Hoppala. Waren wir hier schon? Oh, ein Groschen. Haha. Wir werden nun endlich reich um ein Pferd. Ich wollte dich gar nicht rufen. So, da ist die Schenke, da gehen wir gleich hin. Wir gehen erstmal schauen, wer hier noch einen Auftrag hat. Bürger. Was hat er denn? Er hat auch irgendeinen Auftrag. Guten Tag. Ja, das ist der Bogenschütze. Aber hier muss er irgendwo noch sein. Schauen wir einfach mal. Ah, hier ist ja auch die Schenke. Ah, das ist Henker Hermann. Ah, okay, das ist er. Okay. Einmal frei, dann müssen wir gar nicht zu dem Berg hin. Gerne. Das Wichtigste ist, dass alles gut ausgegangen ist. Ist es. Hab Dank. Und ich, Allmächtiger, ich habe Eliska. Nach all den Jahren habe ich, der Henker, die Frau, die ich liebe. Das freut mich. Da ist es schon. So, jetzt haben wir wieder 200 Groschen bekommen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Missionen wir gemacht haben, wo wir eigentlich kein Geld bekommen haben. Die scheißen auf mich. Das ist... Was? Wer denn? Na, sie alle. Warte. Erzähl... Also gut, wenn du willst.
Die haben Peter von Dauber, Georg Weiß und einen Kerl namens Herald, genannt Frost, geschnappt. Das sind Schurken, die sie bereits seit Monaten jagen. Und nun wird eine große Hinrichtung vorbereitet. Das ist doch gut für dich, oder? Wäre es, wenn ich der wäre, der es erledigt. Solltest nicht du alle Hinrichtungen in Ratai durchführen? Doch. Es ist sogar mein verfluchtes Recht. Du wirst nicht ersetzt, haben sie gesagt. Der Galgenberg ist nur eine Leihgabe. Es muss irgendeinen Grund geben. Wenn du ihn weißt, raus damit. Wer wird sie hinrichten? Sie haben extra Henker Heinz aus Kuttenberg herbeordert. Es soll ein Riesenspektakel werden. Hab ich je eine Hinrichtung verbockt? Ich habe alle mit nur einem Schlag geköpft. Will der edle Herr eine Hängung hinauszögern, lasse ich sie minutenlang zappeln. Soll es schnell gehen, sind sie starr, sobald sie fallen. Und so dankt man's mir nach all den Jahren des Dienstes. Was können wir da machen? Nichts. Der edle Herr hat entschieden und aus. Du willst nichts dagegen unternehmen? Sollen sie etwa davonkommen? Nun, nein, aber... Du hast das Recht auf die Hinrichtungen in Ratai, oder nicht? Und ob ich das habe? Dann bist du im Recht. Also wirst du doch wohl etwas dagegen tun können, oder? Sie haben den anderen Henker schon bezahlt und er ist bereits mit seinen Gehilfen eingetroffen. Wir können die Hinrichtung nicht aufhalten. Es sei denn, Heinz fällt tot um. Vielleicht... Ich bin ein rechtschaffender Mensch. Das war doch bloß ein Scherz. Schlechter obendrein. Ja, der war wirklich nicht gut. Das Beste wäre, wenn er die Hinrichtung vergeigen würde. Der berühmte Kuttenberger Henker vermasselt die Aufgabe. Der Pöbel lacht ihn aus und dann fleht man mich an zu übernehmen. Den würden sie nie wieder einladen. Klingt gut. Wie stellen wir das an? Leider kenne ich die Strafen nicht. Die geben sie erst kurz vor der Hinrichtung bekannt. Und dann ist es zu spät, irgendwas gegen den Henker zu unternehmen. Können wir nicht einfach abfüllen? Das wird nicht gehen. Er ist kein Anfänger. Und selbst wenn es uns gelänge, würde man die Hinrichtung einfach verschieben, bis er wieder nüchtern ist. Müsste der Vogt nicht etwas wissen? Vielleicht. Aber ich glaube eher, dass nur Heinz das Urteil kennt. Ich habe da eine Idee. Hilfst du mir? Klar. Natürlich. Großartig. Danke, Heinrich. Also, wo soll ich anfangen? Frag den Vogt, was die Verurteilten verbrochen haben. Und sieh dir dann die schwarzen Chroniken im Rathaus an. Sie reichen bis vor meine Zeit zurück. Du findest darin bestimmt ähnliche Straftäter und ihre Urteile. Du musst also Verbrecher finden, die ähnliche Missetaten begangen haben und ähnlichen Standes sind. Adlig oder von niedriger Geburt. So kannst du auf die Strafe schließen, die sie erwartet. Komm dann zu mir zurück und wir schmieden... So machen wir's. Und Heinrich? Die Hinrichtung soll an meiner Richtstätte am Galgenberg stattfinden. Ich kann sie etwas hinaus... Ich behalte das im Kopf. Gut, heute müssen wir es jetzt direkt machen. Verflixt. Aber egal. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier unten sind und alles schon mal da haben, dann machen wir das auch. Wir müssen jetzt aber noch nach dem anderen da fragen. Nach Andreas. Wo ist denn Andreas? Adam? Fast. Wird. Glück und Gesundheit. Wie finden wir denn Andreas? Aber jetzt müssen wir erstmal zum Vogt, ne? Warte, vielleicht weiß der ja Bescheid. Gelobt sei. Ich suche Adam. Der junge Schankwirt? Adam heißt er. Toll. Adam war der. Ich hatte gedacht, Andreas. Toll, wo ist jetzt Adam hin? Da ist er ja. Alles durcheinander. Bap, 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 bap.
nach Scarlett's gegangen, stimmt's? Nicht gebracht haben. Aber hat's gemacht. Vernünftiger als ich. Ich bin gleich zurück und wäre fast draufgegangen. Hab davon gehört. Deshalb habe ich ja so lange gezögert. Und wie lief's? Gefunden, wonach du gesucht hast? Da gab es nichts mehr zu holen. Ein anderer war schneller. Und ich habe den diebischen Hunsford nicht zu packen gekriegt. Ein Dieb? Ein zwielichtiger Bursche. Das ganze Gesicht voller Ruß. Kam aus dem Keller wie der Blitz, als ich auftauchte. Und hat sich mit der Beute verpisst. Hab mich so erschrocken, dass ich nicht mal dran gedacht habe, ihm nachzusetzen. Der hat alles mitgehen lassen. Hat er nicht gemacht. Was hat er noch aus... Vater hat mir eingebläut, nie darüber zu reden. Das kann dir doch jetzt egal sein. Dort gibt es sowieso nichts mehr zu holen. Wohl wahr. Vater hatte Geld und Wertsachen im Haus versteckt. Da war dieses juwelenverzierte Kreuz, das als Mitgift für Bianca gedacht war. Wie sah das Kreuz denn aus? Warum fragst du? Naja, wenn ich es irgendwo sehe... Was? Du willst danach suchen? Klar. Wie gesagt, wenn ich es irgendwo sehe oder davon höre... Wer weiß. Ich wäre dir sehr dankbar. Mir ist nichts geblieben. Aber mit dem Kreuz hätte ich ein Erinnerungsstück an meine Familie. Es ist aus Silber mit einem herzförmigen Rubin in der Mitte. Und es hängt an einer roten Kordel. Aha. Gib an Andreas dem Wirt Bescheid. Finde den diebischen Köhler. Und hast du die Sache den... Ja. Alex hat mich zu dem Vorfall befragt und mich zu ihnen geschickt. Und wie ging's weiter? Die meinten, das tut ihnen leid, aber sie könnten keinen entbehren, um alle Häuser nach einem Kessel zu filzen. Wenn ich nicht weiß, wer es war, können sie nichts für mich tun. Okay. Woher wissen wir jetzt, dass es der Köhler war? Hatten wir da schon mal eine Begegnung? Aber jetzt können wir uns erstmal um den Schmied, um den Henker und dann erstmal um die Hauptstory und dann gucken wir weiter. Aber wenn hier gerade eben, wie gesagt, alles in einem ist, dann machen wir das natürlich. Aber der Köhler ist, denke ich mal, ein bisschen weiter weg. Mach's gut. Wir schauen jetzt mal. Und dann geht's zum Vogt. Muss ja auch hier irgendwo rumlaufen. Oh, das ist wieder in der Nähe von Pribislavitz. Was hat denn der damit zu tun? Ah ja, okay. Ah ja, stimmt, ja. Ist gut. Der, von dem haben wir den Auftrag. Ja, dann gehen wir danach dahin und dann können wir, wenn wir wieder, können wir ja da hochgehen. So, und jetzt gehen wir erstmal hier hinschauen. Okay. Kümmern wir uns darum. Aber ich würde sagen, das machen wir auch in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.